Hi Leute, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Maintenance-Seite direkt für WordPress mit dem Impresa-Theme erstellt. Ähm, das ist ein relativ neues Feature von dem Impresa-Theme und es ist sehr, sehr cool geeignet. Für, für die Situation, wie es hier auch bei mir jetzt gerade so aussieht, als äh, wenn ich zum Beispiel noch dabei bin, eine Webseite gerade neu dabei bin aufzubauen und sie einfach wie eine Baustelle aussieht, wenn hier einfach äh, alles noch nicht so äh, fertig ist, dass ich das meinen Kunden oder meinen Besuchern präsentieren möchte, dann ist es auf jeden Fall gut, die Seite aber dennoch schon irgendwie online zu nehmen, ja, damit sie irgendwie da ist. Äh, und äh, damit die Leute nicht einfach vor nichts gestoßen werden. Also das heißt, wenn sie die Adresse eingeben, dass da schon trotzdem was erscheint, was in irgendeiner Form mit eurer Marke in Zusammenhang steht. Wie gesagt, eine Maintenance-Seite ist generell immer eine sehr, sehr gute Idee, äh, um natürlich die Seite vor ähm, öffentlichen Zugriffen ein bisschen zu sperren. Bisher gab es die Möglichkeit oder eine klassische Möglichkeit ist zum Beispiel ein Plugin zu installieren und äh, keine Sorge, in einem kleinen Moment zeige ich euch, wie man das direkt mit Impresa macht, wie ich das eben schon angekündigt habe. Aber die herkömmliche oder sage ich mal die klassische Variante ist es, dass man sich hier einfach ein Maintenance-Plugin aus dem Maintenance reden und äh, schreiben geht immer ein bisschen schwierig, deswegen ganz kurz hier gezögert. Maintenance-Plugin, was natürlich komplett kostenlos ist, zu installieren. Hier gibt es eine große Auswahl, wenn man sich das mal anschaut und hier Maintenance äh, in dieses Plugin-Verzeichnis mal eingibt. Äh, ich bin hier mal immer ganz begeistert von diesem Maintenance-Plugin hier unten gewesen. Ähm, ich meine, die tun alle ungefähr das Gleiche. Das heißt, äh, eigentlich kann man sich hier ja nicht falsch entscheiden. Das wollte ich sagen. Das Problem mit diesen Maintenance-Seiten ist, dass die immer relativ... Äh, Unpersönlich sind und äh, ich glaube, es gibt zwar bei einigen natürlich die Möglichkeit, hier auch ähm, Custom, also, also eigene äh, Maintenance-Seite zu erstellen. Ähm, aber wenn ihr das Impresa-Theme verwendet, dann ist das nicht mehr notwendig. Also vielleicht erzähle ich den einen oder euch, äh, einen oder anderen von euch nicht unbedingt was Neues, ähm, aber wer es noch nicht weiß, es gibt spätestens in Impresa-Version 4.10, vielleicht auch schon 4.5 einen sogenannten Wartungsmodus. Und das ist ja eigentlich das Gleiche, was der Maintenance-Modus sagt. Wir finden den direkt hier im Impresa Theme -Options menü unter dem Reiter allgemein. Wenn wir ihn aktivieren, dann haben wir hier die Möglichkeit, eine Seite auszuwählen. Äh, das bedeutet, dass die Voraussetzung eine eigene ähm, Maintenance-Seite ist, die wir uns selbst erstellen müssen. Deswegen gehe ich zu Seiten und erstelle eine neue Seite, um euch das direkt zu zeigen. Und warum das auch viel, viel besser ist, jetzt das hier wirklich direkt über Impresa zu machen oder über eine custom Maintenance-Seite. Ich nenne die Seite Maintenance, damit ich auch wirklich später zuordnen kann, was das für eine Seite ist. Und ähm, dann Natürlich aktiviere ich mir hier den Backend-Modus von dem WP Bakery Page Builder oder früher Visual Composer. Ich werde hier einfach ähm, ganz einfach eine Zeile hinzufügen ähm, und ich möchte euch jetzt mal zeigen, genau. Ich könnte jetzt natürlich einfach einen Satz hinterlassen, so, diese Seite ist gerade in Bearbeitung oder sowas. Aber ich finde das immer ein bisschen äh, unpersönlich. ja. Und die bessere Möglichkeit wäre, dass ich hier jetzt schon direkt mein Logo platziere. Das heißt, ich werde ein einzelnes Bild hinzufügen und mir jetzt hier zum Beispiel mein Logo, was ich jetzt hier runtergeladen habe oder hochgeladen habe, in der vollständigen Größe in der Position zentriert hochladen. Genau, dann habe ich schon mal das Logo und die Leute, die auf diese Seite gehen, ob sie jetzt schon fertig ist oder nicht, können sehen, aha, ja, ich bin irgendwie richtig, das Logo kenne ich oder auch nicht. Ähm, zumindest hilft es euch auf jeden Fall schon ein bisschen äh, eure Marke irgendwie darzustellen. Ja, also das heißt, jemand der natürlich hier oben äh, tewald.de oder jonaschindler.de eingibt, ich meine der, ähm, der erwartet sowieso da meine Inhalte in irgendeiner Form zu finden. Ja. Und wie gesagt, ein Logo ist immer sehr sehr gut. Und äh, ja, darunter könntet ihr zum Beispiel noch individuellen Text platzieren und sagen ähm, unsere Seite, unsere Webseite. Geht in wenigen oder vielmehr geht am, ja immer schön spezifisch sein, am 17. .1., 17. Januar 2018 online. Ähm, seien Sie gespannt. So, jetzt hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, äh, diesen Text möchte ich noch zentrieren und vielleicht ein bisschen größer machen. Jetzt hätten wir natürlich noch die Möglichkeit, ein Newsletter-Formular darunter äh, zu platzieren. Ja? Das heißt, ich könnte mir hier äh, über Contact Form 7 oder auch über natürlich einen Newsletter-Anbieter wie Clicktip oder sonst was, was wir verwendet, äh, hier ein Formular direkt platzieren und den Besuchern, die jetzt auf die Seite kommen, schon die Möglichkeit zu geben, sich einzutragen. Und natürlich, ihr könnt denen auch was vers versprechen. Ihr könnt sagen, sichert euch jetzt schon 20% Rabatt äh, auf unsere Leistung, auf unsere Produkte und so weiter und so fort. Ähm, Genau, also das ist eine sehr, 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 sehr coole Möglichkeit. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ihr könnt hier natürlich wie immer kreativ sein und euch was einfallen lassen, was jetzt hier auf dieser Maintenance-Seite äh, zu sehen sein soll. Äh, wenn ich jetzt wieder in die Imprise-Einstellung gehe und mir hier den Wartungsmodus anschaue, dann habe ich hier natürlich jetzt auch die Maintenance-Seite natürlich zur Verfügung. So, ich muss ihn natürlich veröffentlichen. Ja, nicht einfach nur speichern, sondern veröffentlichen. Und jetzt sollte hier auf jeden Fall die Maintenance-Seite verfügbar sein. Genau, da ist sie. Und ähm, wenn ich sie jetzt speichere und mal, Moment, jetzt müsste ich mir das hier kopieren. Genau, ähm, jetzt öffne ich ein neues Incognito-Fenster. Trage hier natürlich meine Adresse ein. Und dann habe ich hier die Maintenance-Seite. Ja, egal was, wo ich jetzt hier auf der Seite hingehen würde, ich meine, ich habe hier auch keine Möglichkeiten. Ich würde immer zu dieser Seite weitergeleitet und ich denke, das sieht schon ganz cool aus. Also wir haben hier natürlich, wie gesagt, alle Möglichkeiten, diese Seite zu gestalten. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber ich finde es schon deutlich besser als irgendeine völlig ähm, generische, allgemeine ähm, ja, Bearbeitungsseite. Und ich denke. Ich denke, ihr seht die Vorteile darin. Und ähm, genau, jetzt gab es hier noch die Option: aktiviere 503 Service nicht verfügbar Status. Das äh, wäre die andere Möglichkeit. Äh, dann wäre die Maintenance-Seite hier nicht sichtbar, sondern es wäre halt ähm, genau diesen Status. Und das ist vor allem für Suchmaschinen wichtig. Genau, also Informationen findet ihr sonst hier auch unter diesem Tooltip. Wenn diese Option aktiviert ist, sendet die Seite ein HTTP 503-Antwort äh, an Suchmaschinen. Das bedeutet, dass die Seite temporär nicht verfügbar ist. Nicht permanent, sondern temporär nicht verfügbar. Also nicht 404, sondern 503. Und so baut ihr eine coole Custom Maintenance-Seite mit dem Impresa-Team.